Heute geht es um richtig coole Statusmeldungen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen an diesem Sonntag. Heute bauen wir Alert-Meldungen. Was heißt einfach diese kleinen Warn-Pop-Ups, die wir mit JavaScript ziemlich einfach umsetzen kann. Das ist eine Zeile, eine Textnachricht rein und plupp, poppt das auf. Das Ganze kann man auch viel schöner machen. Wir haben das in der Vergangenheit auf diesem Channel immer nur genutzt, um beispielsweise irgendwelche Status-Elemente unserer JavaScript-Skripte mehr oder weniger auszugeben oder irgendwelche Variablen oder irgendwelche Interaktionen. Aber wir haben es nie auf das Frontend bezogen. Und das werden wir heute machen mit einem kleinen Framework. Das bietet einem die Möglichkeit, ziemlich leicht Statusmitteilungen wie du bist erfolgreich angemeldet, du hast dir erfolgreich einen Account erstellt, du hast mir erfolgreich eine E-Mail geschickt. Diese ganzen Sachen können im Prinzip damit wunderbar ziemlich leicht umgesetzt werden. Und das werden wir heute mit Hilfe eines kleinen Frameworks machen. Wer Fragen zu diesem Video hat oder sonst irgendwelche Fragen zum Thema Webdesign, Webentwicklung, UX-Design oder sonst irgendwas, unten blendet jetzt gerade ein Discord-Channel ein. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung ganz oben. Dort könnt ihr einfach vorbeischauen und einfach mal auf dem Server nach Hilfe fragen, Selbsthilfe geben oder einfach Feedback zu euren Projekten einholen. Aber jetzt vergessen wir nicht weiter Zeit, also los geht's, viel Spaß! So, und los geht's mit unserem heutigen Video. Heute geht es um Sweet Alert bzw. um richtig schöne kleine Warnmeldungen und interaktive Meldungen, die ihr mit diesem Framework bauen könnt. Und wie ihr sie alle kennt und liebt, sind natürlich das hier. Das sind die Alert-Meldungen, wie man sie kennt. Das Ganze sieht nicht wirklich schön aus. Sweet Alert macht das Ganze deutlich ansehnlicher, obwohl ihr das natürlich noch an euer Design anpassen könnt, wie ihr Lust und Laune habt. Der Link zu diesem Framework findet ihr unten in der Videobeschreibung. Eine Live-Demo gibt es diesmal nicht, weil wir im Prinzip nichts Fertiges am Ende haben, sondern einfach nur ein bisschen uns durch das Framework durcharbeiten. Aber als erstes müssen wir das Ganze mal installieren. Und normalerweise habe ich hier jetzt einfach in dem JS-Ordner natürlich sowas drin wie sweetalert.min.js. Allerdings werde ich immer wieder gefragt, wo ich an diese Daten komme, weil hier beispielsweise ist nirgendwo ein Download-Link, sondern da steht nur npm install sweetalert. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal exemplarisch durcharbeiten. Und wir öffnen jetzt hier einfach mal unsere Konsole, beziehungsweise meine Konsole, und geben jetzt hier ein bisschen was ein. Und zwar als erstes müssen wir in das Verzeichnis, in dem das alles liegt. Und das ist bei mir auf einer anderen Festplatte, nämlich auf der Festplatte E. Und das kann ich auch einfach rauslöschen. Und hier müssen wir jetzt in ein bestimmtes Verzeichnis, nämlich in dieses hier. Das kann ich jetzt auch wieder rauslöschen. Und hier sage ich jetzt npm install und dann sage ich hier sweet alert. So, wenn ich jetzt Enter drücke, wird hier ein neuer Ordner erscheinen im Prinzip. Wenn ich das nämlich jetzt mache, installiert der im Hintergrund dieses Framework auf meinem PC mit Hilfe von Node. Wobei es irgendwie nicht tut. Jetzt macht das. Sehr gut. Jetzt wird es installiert. Wir sehen hier, das können wir schließen. Wir sehen hier einen neuen Ordner, der heißt Node Modules. Hier drin sehen wir jetzt ein Verzeichnis namens SweetAlert. In diesem Verzeichnis ist ein Dist-Verzeichnis mit sweetalert.min.js. Das Ganze geht natürlich viel eleganter, wenn man beispielsweise Tools nutzt wie Webpack oder auch Gulp. Da gibt es Packets, die das einem direkt verlinken und so weiter. Allerdings, wie gesagt, so funktioniert es, so kommt man an die Dateien. Und beispielsweise hier in der Index.html habe ich es auch so verlinkt. Wir gehen in den Ordner Node Modules, in das Verzeichnis SweetAlert, dort in das Dist-Verzeichnis und verlinken dann diese Datei. Ansonsten ist in der Index.html nicht sonderlich viel zu sehen. Wir haben hier eine Function.js, dieses leer, da werden wir gleich alles reinschreiben. Hier oben sehen wir eine CSS-Datei, die ist noch auskommentiert. Die werde ich später nur kurz einkommentieren, um was zu demonstrieren. Und hier haben wir einen Button, den wir später nutzen, mehr oder weniger, um unsere Alert-Meldung zu erzeugen. Mehr haben wir im Prinzip gar nicht, deswegen blende ich das hier jetzt einfach aus. Und als erstes sollten wir jetzt einfach mal so einen kleinen Alert erschaffen. Und das geht ganz einfach, indem wir sagen swal, also im Prinzip sw für sweet, al für alert, sagen hier Klammer auf, Klammer zu und sagen hier test. Das Ganze speichere ich jetzt einfach so ab, aktualisiere die Seite und zack, es funktioniert. Das Ganze funktioniert schon wunderbar. Allerdings haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten als das, hier einfach nur ein Wort reinzuschreiben. Beispielsweise können wir jetzt hier mit geschweiften Klammern als erstes sagen, wir haben einen Titel für unseren alert. Und das ist einfach i-mail senden, Fragezeichen. Und das ist unser Titel. Und dann hier drunter schreiben wir noch einen Text. Und der Text ist, wollen Sie die e-mail wirklich verschicken, Fragezeichen. Das Ganze speichere jetzt so ab, aktualisiere es. Und wir haben hier im Prinzip das drin. Hier habe ich einen kleinen Dreher. So, aktualisieren. Jetzt haben wir hier einen im Prinzip ein Alert, der uns fragt, wollen Sie die E-Mail wirklich versenden? In diesem Fall sage ich einfach okay, was heißt, das Ganze ist ein Success. Und wir können jetzt hiermit noch eine ganze Menge machen. Was heißt, als erstes wollen wir jetzt erstmal nur hinweisen. Wir wollen jetzt einfach sagen, okay, das Ganze funktioniert. Was heißt, wir wollen eine Frage an den Nutzer stellen. In diesem Fall sagen wir Icon
und sagen hier Info. Speichern das Ganze ab, aktualisieren, haben jetzt hier so ein kleines i für dieses Infozeichen halt und wollen jetzt stellen hier die Frage mehr oder weniger. Aber jetzt wollen wir hier nicht den Button drin stehen haben, sondern wir sollen eigene Buttons hier drin stehen haben. Was heißt, wir erschaffen uns jetzt erstmal ja, mehr oder weniger Custom Buttons für unsere Bedürfnisse sozusagen und das Ganze ist wirklich simpel, also wirklich nicht schwer oder extrem aufwendig. Und das erste ist, wir sagen jetzt hier Buttons, machen wieder eine geschweifte Klammer auf und sagen jetzt hier beispielsweise den Cancel-Button und der Cancel-Button nicht senden. Und hier sagen wir einen Custom-Button und zwar senden. Und den, wobei wir brauchen eigentlich gar keinen Custom-Button, wir können auch einfach den offiziellen im Prinzip, den, ja, wobei wir machen einfach mal einen Custom-Button, habt ihr es auch gesehen. Und zwar sagen wir jetzt hier senden, machen hier uns wieder so eine geschweifte Klammer rein, sagen hier im Prinzip jetzt als erstes Text, nämlich was im Button drin steht und sagen hier jetzt senden. Das soll im Button drin stehen und als Value soll gegeben werden, einfach beispielsweise senden. Damit können wir jetzt im Prinzip arbeiten. Hier ist irgendwo noch ein Fehler. Warum ist hier ein Fehler? Weil hier oben ein Komma fehlt. Damit ist das Ganze korrekt. Wir speichern das Ganze ab, aktualisieren, haben jetzt hier einen Cancel-Button und hier einen Senden-Button. Und wir können das Ganze jetzt theoretisch auch noch optisch später verändern, wie wir Lust und Laune haben. Allerdings können wir, wie gesagt, erstmal damit arbeiten. Aber wir wollen nicht immer neu laden. Deswegen machen wir jetzt als erstes einfach mal document.getElementById. Sagen hier Alert und dann Add Event Listener. Bei Click soll etwas passieren, nämlich eine Funktion soll ausgeführt werden. Diese Funktion ist im Prinzip unser Alert. Den wollen wir dann hier drin ausführen und speichern das Ganze ab. Und das hier oben spricht im Prinzip den Button an, den wir hier hinterlegt haben. Was heißt, hier ist einfach Alert Meldung, das ist der hier oben. Und die ID-Meldung. Das heißt, wenn ich das Ganze hier aktualisiere, wird die E-Mail versendet. Wie das später wirklich getriggert wird, ist natürlich ganz euch überlassen. Beispielsweise mit einem Klick auf den Senden-Button des Formulars wird das Ganze hier ausgelöst und wird nochmal nachgefragt im Prinzip. Wir können jetzt hier aber noch ein bisschen mehr machen als das, was wir gemacht haben. Und zwar können wir hier anschließend Sachen verknüpfen. Beispielsweise mit Punkt Send. Also sobald etwas passiert, also sobald diese Funktion abgeschlossen ist, soll etwas anderes passieren. In unserem Fall sagen wir einfach, das Value des Formulars, mehr oder weniger, soll an uns übergeben werden. Das Ganze übergeben wir mit einer Arrow-Function und schreiben das hier unten rein. Und jetzt können wir hier drin eine ganze Menge, ja, Stuff machen, mehr oder weniger. Aber warum funktioniert das noch nicht? Hier muss das geschlossen werden. Ah, hier ist eine Klammer zu viel. So, jetzt funktioniert das Ganze und wir können jetzt hier einen einfachen Switch einbauen. Und zwar der Switch hat ein Value und das Value ist im Prinzip das, was hier später übermittelt wird. Und das Value übergeben wir jetzt einfach an eine ganz normale Switch-Funktion. In diesem Fall sagen wir Case, in diesem Fall senden, dann soll etwas passieren. In unserem Fall sagen wir einfach, soll ein neues Formular aufgehen im Prinzip mit gesendet. Und das nächste, was wir machen, ist, wir breaken die Funktion. Das Ganze kopieren wir uns jetzt, machen hier unten, ups, machen hier drunter das nochmal. Das können wir noch ein bisschen eindrücken. Und sagen jetzt hier in dem Fall, wenn es nicht versendet wird, wir machen jetzt hier einfach mal, ja im Prinzip reicht das eigentlich schon, wenn es versendet wird, wird etwas gemacht. Das Ganze speichern wir jetzt ab, aktualisieren die Seite hier, aktualisieren. Irgendwas fehlt, irgendwo habe ich einen. In Zeile 20. Oh ja, natürlich. So, das Ganze aktualisieren wir jetzt. Und wir haben jetzt hier die E-Mail. Wenn ich draufklicke, passiert nichts. Wenn ich hier draufklicke und jetzt senden drücke, wird es gesendet. Aber es muss nicht nur hier ein eigenen Alert wieder auslösen, sondern wir können jetzt sagen, sowas wie dann. Was heißt, wir rufen einfach eine Custom-Funktion auf, die wir uns jetzt hier unten eben definieren. Und zwar sagen wir hier Function, dann Klammer auf, Klammer zu. Öffnen das Ganze, sagen console.log test, speichern das Ganze ab, aktualisieren. Ich klicke hier wieder auf Alert,
sage jetzt versenden und wir haben hier einen Test ausgegeben bekommen. Das heißt, man kann dieses gesamte Interface, was man mit Hilfe dieses Frameworks erschaffen kann, einfach nutzen, um ganz eigene, ja, im Prinzip ganz eigene Elemente zu erzeugen, die so wie ihr sie bisher vielleicht genutzt habt, noch gar nicht genutzt wurden bzw. noch nicht verwendet wurden. Aber wir können das Ganze natürlich auch noch custom-mäßig anpassen. Das heißt, ich habe hier schon mal vorbereitet, beispielsweise, wenn man jetzt das hier einfach rauskopiert und abspeichert und das aktualisiert und ich hier öffne, habe ich ein komplett eigenes Layout. Was heißt, ich kann die Schriften verändern. Okay, die habe ich vergessen zu verändern. Ich kann entscheiden, wie die Buttons aussehen. Und das geht ganz einfach. Was heißt, hier drin seht ihr schon mal so ein paar Klassen. Ich persönlich würde einfach sagen, man geht hier mit der Maus rein, sucht sich aus, was man stylen will, sucht sich die Klasse, stylt die, wie man sie haben möchte und fertig. Allerdings sagt SweetEdit auch in den Documentaries, wie man das Ganze praktisch einfach seamen kann. Was heißt, die legen hier schon so ein paar Klassen vor, die gut genutzt werden können. Aber wie gesagt, um wirklich komplett customized zu werden, muss man einfach so ein bisschen reinklicken, das ganze Element untersuchen und sucht sich dann hier einfach das Element aus, was man anpassen möchte und kann es dann farblich und designtechnisch perfekt an seine Seite anpassen, ohne dass man viel tun muss. Und ich finde, das ja, bietet eine Menge Potenzial für ein richtig, richtig cooles Projekt. Und ja, schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr damit alles so umgesetzt habt. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Dort könnt ihr up-to-date bleiben. Dort ja, bin ich auch relativ leicht zu erreichen, falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einige Affiliate-Links. Dort könnt ihr einfach mal vorbeischauen und diesen Channel durch einen kleinen Kauf bei Amazon vielleicht einfach etwas unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald, viel Spaß beim Nachmachen und ciao!